Hallo Leute und willkommen im neuen Jahr auf meinem Account. Jetzt als Beginnsvideo für dieses Jahr habe ich geplant, dass ich vielleicht mal wieder ein Schleich-Collection-Update mache, was Ewigkeiten her ist, glaube ich. Und falls ihr euch wundert, wieso die hier stehen, das sind meine Giveaway-Preise von meinem Briar Realistic Pictures Account. Also da, die gibt es zu gewinnen. Also alles, was hier ist. Und ja, dann schwafeln wir mal nicht lange rum und legen am besten gleich hier unten los. Und zwar haben wir hier ziemlich viele kleine Ponys. Das ist einer meiner neuesten. Das ist der neue Chatty. Und ich finde den so mega süß. Also ich habe nicht für alle Namen, deswegen kann ich euch auch nicht alle sagen. Also hier hätten wir Poseidon. Das ist Herkules. Für ihn suche ich noch einen Namen momentan. Und ansonsten, wer hat hier noch einen Namen? Ich glaube, keiner mehr. Sie hatte mal einen Namen. Die ist von der Paulina. Die habe ich 2013 von ihr in Bingen gekauft. Also das ist ein sehr altes Pferdchen in meiner Collection. Und ja, ansonsten hat hier niemand mehr einen Namen. Also falls ihr Ideen für den kleinen Kerl habt, dann schreibt ihn mir unten rein. So, hier hätten wir ein bisschen größere Pferde. Das ist die Sonia Doha. Das ist meine Apina. Die habe ich von der Briarladen-Verkäuferin geschenkt bekommen zu meinem Geburtstag. Und ansonsten, wer hat hier noch einen Namen? Er hatte mal einen Namen, aber das ist Ewigkeiten her. Ich beschäftige mich eigentlich kaum noch mit meinen Schleichpferden. Und sie hatte auch mal einen Namen. Ich glaube, es war Rosalie, weil sie so eine rosane Schleife drin hat in ihrem Schweif. So, hier hätten wir Aragorn. Den habe ich damals noch von der Anne Magmusi, falls die euch noch was sagt. Die hat ja jetzt aufgehört. Hier hätten wir meinen Water. Mein allererstes Pastel Repaint, wo ich ziemlich stolz drauf war, weil er eigentlich ziemlich gut geworden ist für mein erstes Repaint. Hier haben wir noch einen Briar-Hundi. Briar. Gott, das ist ein Schleicher. Ansonsten, sie heißt Sabrina. Die hatte ich früher schon mal, habe sie aber dann weggegeben. So, hier hätten wir Black Beauty. Sehr einfallsreicher Name, Helena. Das ist D-Drain. Den habe ich jetzt auch schon ziemlich lange. Und das ist, keine Ahnung, das ist zwar ein Elfenpferd, aber ich liebe dieses Pferd irgendwie total. Und das ist einer meiner neuen, sage ich mal so. Ich glaube, den habe ich, keine Ahnung, wann gekriegt, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall, für den habe ich auch noch keinen Namen, aber ich weiß nicht, viele mögen das Modell nicht, aber ich mag die Farbe von dem total und meine hat echt gute Qualität, weil viele haben ja diese weißen Dinger da nicht richtig ausgemalt. Hier hätten wir da hinten, das ist der Andrena, einer meiner Lieblinge in meiner Collection, in meiner Schleich-Collection. Weil er so dick und so knüffelig und so fett ist. Das ist sowieso wie ich. Hier hätten wir Moonsprite. Den habe ich auch schon ziemlich lange. Das ist meine neue. Das ist die Tinker Shooter. Dann hätten wir hier Checkers. Den weiß ich noch, den Namen. Und ansonsten haben die Yacht keine Namen. Und für den suche ich immer noch einen. Hier hätten wir viele meiner Lieblingsfohlen. Das ist, glaube ich, das Andrena-Fohlen. Den liebe ich total. Also über alles liebe ich den. Dann hätten wir hier das Shetty-Fohlen. Das habe ich auch ziemlich neu. Und ansonsten, wer hat hier einen Namen? Achso, die habe ich auch neu. Aber für die habe ich auch keinen Namen. Alles klar, jetzt will meine Kamera nicht fokussieren. So. Ja, die habe ich auch schon ziemlich lange. Aber ich habe keinen Namen und den liebe ich auch total. Aber ich habe alle keine Namen. Erstens, ich würde sie immer wieder vergessen und ja, keine Ahnung. Hier hätten wir dann ziemlich viele Repaints von mir. Also nicht von mir direkt. Der ist von der Paulina. Der hatte mal einen Namen. Das ist Blue Sky. Das ist auch ziemlich alt. Das ist Snowflake. Die ist von Barbora Di Fabio. Das ist Cloud9. Der ist auch von Barbora Di Fabio. Und das ist Ostwind. Der ist von der Sophie. So, und ansonsten hätten wir hier meine Lippi Konga. Die hat keinen Namen. Das ist Cell. Das ist Aurora. Das ist Melange. Das ist Flash. Das ist Saphira. Das ist Rachel, Pandora und Sirius. Das ist übrigens einer meiner neuesten. Das ist ein professionelles Repaint von der Paulina.
Und ja, jetzt fängt an, mein Handy zu klingeln, weil das meine Mama ist. Und das da hinten sind alles nur Buddies. Und ansonsten, ja, das war's auch eigentlich schon mit meiner Collection, mit meiner Schlecht-Collection. Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat, auch wenn es ziemlich klein ist, dass, meine Collection, da haben, glaube ich, einige ein bisschen mehr. Aber das Video geht trotzdem schon Ewigkeiten, deswegen sage ich euch jetzt schon mal ciao und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.